Die Deutsche Lacrosse-Meisterschaft 2015 in Berlin. Ein Event der Extraklasse, ein Event der besten Teams der gesamten Bundesrepublik. Im ersten Spiel des zweitägigen Events duellierten sich bei den Herren der Schöpfung die Teams aus Stuttgart und Köln. Und bereits hier wurde klar, dieses Turnier würde es an Spannung mächtig in sich haben. In einem von Beginn an engem Spiel waren es die Süddeutschen in den weißen Trikots, die den besseren Start ins Game hatten. Doch die Männer aus der Domstadt zeigten ihr Kämpferherz und ließen nicht locker. Schnell war der 2-Tore-Vorsprung aus der Anfangsphase egalisiert. Doch dann wurde es den Männern in Weiß zu bunt. Auf dem Gelände des Berliner Hockeyclubs bewiesen die Stuttgarter bei gefühlten 35 Grad Celsius einen kühlen Kopf und legten einen super Run aufs Feld. Kurz vor Ende konnten die Kölner nach einer brisanten Aufholjagd innerhalb der letzten Minuten das Spiel aber doch noch zu einem One-Goal-Game machen. Doch kurz vor Schluss verloren sie den Ball aufgrund einer Abseitsstellung und gaben das Spiel somit aus der Hand. Stuttgart also mit 9:8 im Finale. Gegner da die Lacrosse-Recken aus München. Diese besiegten im zweiten Halbfinale die in gelb-schwarz gekleideten Warriors aus Hamburg mit 9:4. Im Nachhinein betrachtet etwas unerwartet, denn in den ersten Spielminuten dominierten die Hanseaten nach Belieben und führten bereits mit 4:1. Dann jedoch kamen die Münchner Herren mit ihrer gewohnt starken Defense immer besser ins Spiel und verhinderten in den gesamten letzten drei Quartern die Versuche der Warriors, sodass das Spiel schlussendlich verdient mit 9:4 gewonnen wurde. Das große Finale am Folgetag, also ein rein süddeutsches. Die Münchner machten dabei den ersten Streich und konnten früh in der Partie in Führung gehen. Die erste Halbzeit aber mitnichten einseitig, eher im Gegenteil. Stuttgart konterte und ging zeitweise sogar in Führung. Doch auch München konnte antworten. Die Zuschauer sahen ein hart, aber stets fair geführtes Spiel, was im ersten Durchgang nie so deutlich in die ein oder andere Richtung kippen wollte. Das änderte sich allerdings in Halbzeit 2 aber mal so richtig. Die Münchner legten einen ganzen Berg voll Schippen obendrauf und zeigten, warum sie dieses Jahr die Lacrosse Trophy unbedingt nach Bayern holen wollten. Allein in Durchgang 2 schenkten nämlich die Männer in Blau den Stuttgartern in Weiß 7 Dinger ein und bekamen auf eigener Seite nicht einen einzigen Gegentreffer. Somit das Finale entschieden, die Münchner gewannen mit 11:4 und sind verdient Champion 2015. Herzlichen Glückwunsch. Frisch gebackener Meister, wie fühlst du dich jetzt? Ja, es ist ja meine dritte Meisterschaft schon. Ist auch eine meiner letzten Saisons, deswegen fühle ich mich richtig, richtig happy. Damit vielleicht meine aktive Karriere zu beenden. Ihr seid jetzt Vizemeister geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wie fühlst du dich jetzt? Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also im Endeffekt, wir sind gut gestartet gegen München. München ist eine starke Mannschaft, beste Mannschaft, hat verdient gewonnen, klar. Wir sind gut gestartet, haben die ersten zwei Quarter gut mitgehalten. Dann hat es teamtechnisch funktioniert, aber uns sind so viele kleine Fehler unterlaufen und die dürfen halt nicht passieren. Passiert können wir nichts machen, aber wir haben jetzt den ganzen Sommer Zeit, daran zu arbeiten und ich denke, nächstes Jahr greifen wir wieder an. Und ja, war ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht und wir waren gerne hier. Den dritten Platz sicherten sich übrigens die Hamburg Warriors im kleinen Finale gegen die Männer aus Köln. Das war's also in Sachen Deutsche Lacrosse-Meisterschaft 2015 bei den Herren. Doch auch die Damen zeigten beeindruckende und vor allem hochspannende Partien. Für mehr Infos klickt doch einfach auf die Zusammenfassung der Mädels. Na klar, alles gebündelt und anschaulich bei uns auf hauptstadtsport.tv.